Ja. Genau. Yo. Yo. Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. The world can't blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir das Video so rücklaufend starten. Und das erste Mal, dass wir von einem Autohof aus das Video starten. Wir waren in Hungen auf einem richtig fetten Trailspot, das Schanzenfeld in Hungen. Dort habe ich ein Bikecamp gegeben für eine Schule. Max war mit am Start. Wir sind auf einer neuen Kamera unterwegs. Ich habe mir die Fujifilm X-T30 gekauft. Den ersten Clip, den die Kamera aber in ihrem Leben aufnehmen musste, hat sie verkackt. Ich habe gerade auf dem Rückweg das Video geschnitten, während Max Auto gefahren ist. Habe dann gemerkt, dass der Clip einfach schwarz war, kein Ton war zu hören. Deswegen nehmen wir das Intro jetzt nochmal von hier auf. Wir hatten einen hammergeilen Tag auf der Strecke. Jetzt geht's gleich los mit der Helmkamera. Ich zeige euch die verschiedenen Lines und dann starten wir in den Tag, testen die Kamera. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ab geht's. Table Line zum Einfahren. Ich war schon wieder echt eng hinten dran. Los? Okay, Boys, auf los geht's los. Los. Option Nummer 2. Über die Hip. Geht's dann wieder an die Table. Oh, Junge. Flip. Jo. Line Nummer 3, die man jetzt hier fahren kann, wir gehen immer weiter nach drüben, ist jetzt hier die kleine Double Line. Fährst wieder vor, dann fliegt was vor mir rum in der Linse. Yo! Die ist schon echt tricky. Und hier ist voll zugewachsen. Dass der hier hinten so zugewachsen ist, habe ich natürlich gewusst, aber ich habe gedacht, ich fahre es mal fürs Video, um euch die gesamte Line zu zeigen. Aber es ist ja hier nicht anders wie überall in Deutschland auch. Bei mir daheim an dem Spot ist auch nach 3-4 Tagen alles schon wieder komplett zugewachsen. Man mäht alles, die Sonne kommt raus, es ist mega heiß, dann fängt es an mit Regnen und das ganze Unkraut wächst einfach nur in Massen. Aber die Line macht echt Bock und ist eine gute Vorbereitung dann für die größeren. Die Line, und wir versuchen jeden Sprung zu tricksen, aber immer einen anderen Trick. Bar. Sui. Opobar. No hand. No foot can. Double bar. Scheiße. Oh! Ich glaube, wir müssen nochmal, weil ich wollte trotzdem durch das Unkraut springen. Ja, alles gut. Macht Bock. Bar. Sui. Oppo. No hand. No foot can. Tire crab. Und no foot durchs Gestrüpp. Jetzt die große Trails Line, die schlängelt sich von hier oben runter. Da, und dann sind das 1, 2, 3, 4 Sprünge und hinten noch so eine kleine Dirt Quarter. Ab geht's. Okay. Yo. Yo. Das macht Bock. Oh. Yo. Geil. Geil, geil, geil. Würde ich sagen, fahren wir direkt nochmal. Die Line jetzt nochmal mit Jannis. Jannis ist hier der, wie sagt man, Trail-Boss. Er hat hier mit seinen Homies alles aufgebaut und hält hier alles in Schuss. Und ich muss echt sagen, es ist richtig geil hier. Wo sonst hat man denn solche Optionen, wie jetzt zum Beispiel hier? Nach links, nach rechts, wieder eine Kurve, eine Sharkpin.
oder eben einfach mal eine fette Trailsline, die gerade verläuft. Hier kann man auch hin und her springen. Also Respekt an Janis. Ja. Yo. Ah, das ist der Shortcut hier. Das ist so nice. Sweet. Macht so Bock. Auf jeden. Das war's erstmal mit der Helmkamera. Die Line läuft richtig geil, die Trails-Line, die große. Die fahren wir jetzt. Max filmt mal von außen und ich glaube, wir wechseln uns ein bisschen ab. Die Line, die ich gemacht habe, war okay, aber ich versuche noch was Kleines dazu zu adden an Tricks. Den Trick hier am ersten Sprung lassen wir aber bei einem Whip, weil der geht so geil zu whippen. Den müssen wir mal mit der Kamera von außen drauf kriegen und dann hinten fällt uns schon noch was ein. Los geht's. Wow. Alter, das hatte ich. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr reinmachen. Das war die erste Runde nach dem Mittagessen. Und die Nudeln lagen noch ganz schön im Wanst. Nochmal. Ein bisschen schöner und ein bisschen mehr. Bisschen mehr Lenker drehen oder sowas. Yo, sick. Jetzt läuft's. Perfekt. Yes, boy. Der Janis, der stießt auch so geil ab. Trainer Noen hat richtig Spaß gemacht. Ich habe zwar gesagt, wir drehen vielleicht den Lenker ein bisschen mehr, aber auf so Trailsprüngen macht es einfach mega Spaß, solche Tricks zu machen. Dreier und bam, die Hände rein. Ich glaube, ich fahre mal noch einen Train für euch mit dem Janis. Ich glaube, das kommt fett. Und dann ist Max dran. Yo. Hey Max, fährst du auch gern Fahrrad? Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Dann wirst du jetzt gezwungen. Fuck. Ja, ich probier's mal. Ich bin da drin noch nicht so geübt. Ja. Ja. Ich mach's noch nicht so lange. Was sagst du aber? Wird das was? Ja, macht schon Spaß. Schon cooler. Okay, Train, Max und Janis durch die Line und ich halt mal drauf. Alter. Viel Spaß, Boys. Dropping in. Yo, so geil. Yo. Flip. Wow. Props an Max. Den habe ich da heute noch gar nicht gemacht. Fett. Der war fett. Aber es sah echt steezy aus. Thanks, boy. Und Props an den Flip. Dankeschön. Den Flipper. Der Flipper. Den ersten Sprung kann man so geil wippen. Juhu. Ja. Und Gap. Noch eine Runde, weil es so viel Spaß macht. Max zieht mich rein. Wow, guck hier. Hier sind jetzt einige Jungs von dem Bikecamp heute und wir fahren jetzt mal einen fetten Megatrain durch die Table Line durch. Wirbeln mal ordentlich Staub auf, oder? Auf geht's. Sendung. Juhu. Ja. Boah, echt windig. Schneller! Ah! Oh,
Jetzt gibt es hier noch die richtig fette, verspielte Trails-Line, von der ich gesprochen habe. Man kommt von da oben los, mehr zeige ich da noch nicht, das seht ihr gleich durch die Helmkamera. Dann kommt man hier rein und das krasseste Feature ist diese Sharkfin. Komm mal kurz mit. Man ballert hier rein und ist eigentlich dann fast 90 Grad in der Kurve, knallt hier raus, da rein und dann geht die da hinten noch ein kleines Stück weiter. Und die fahren wir jetzt erstmal durch die Helmkamera und dann machen wir noch ein paar Shots mit der. Los geht's. Ja. Digga. Ein Träumchen, die Line. Echt geil. Achtung. Hier. Ach, ich pass schon auf, ich weiß das, ich wollte es euch ja gerade erzählen, aber hier ist gerade einer durchgelaufen. Und für Max und Janis war es richtig sketchy, bei mir war er dann schon wieder weg. Aber ja, das war Hindernis-Parcours-Challenge auf den Trails. Jetzt nochmal die Flowline in der Hoffnung, dass keiner reinstürmt. Junge! Was? Wir fahren jetzt nochmal die große Line, da funktionieren erst die ersten zwei Sprünge. Das hier hinten kann ich euch aber schon mal zeigen. Das ist der fette Trickstep-Up, den der Janis gebaut hat. Der ist noch nicht ganz fertig, aber wie gesagt, es macht auch mal Spaß, einfach Trails zu heizen, ohne komplett geisteskranke Tricks zu machen, mal für einen Tag. Das ist in Ordnung. Und die Jungs haben hier am 21. Genau. September, haben die hier Trails Champ in Hung. Auch FMB-Event, ist auch FMB-Bronze. Und bis dahin steht der Kicker auf jeden Fall und dann wird hier, glaube ich, ordentlich gezündet. Wir heizen jetzt mal die zwei Sprünge zuvor und da geht bestimmt aber auch noch der ein oder andere Move. Jetzt machst. Okay, ich muss die Zunge zwar da ganz schön gerade ins Maul nehmen, weil das ist schon ein guter Trailsprung, aber wir machen einen Flip-Whip an dem ersten und hinten, der hat vorhin so viel Bock gemacht, Dreier No-Hand an dem Dirt-to-Dirt. Max, wow, filmt wieder irgendwo von da hinten und wir senden noch mal eine Runde. Sendet wie E-Mails, Alter. Oder DHL. Er hat gesagt, wenn ich einen Flip-Whip mache, kriege ich 2 Euro. Wie alt bist du? 13. Nehme ich einem 13-Jährigen die 2 Euro ab. Und jetzt machen wir es nochmal, weil ich habe kein 3er No-Hand gemacht. Ich auch gehört, ne? Nee, kriegst du wieder. Nein. Echt nicht? Nee. Ich sorge für Ausgleich. Du musst das schon mal. Ich soll das machen. Hier. Tauschgeschäft. Ehre. Sick, Bro. Einzige Mango an der Kamera, der zeigt uns jetzt schon an, dass der Akku fast leer ist. Ich muss mir auf jeden Fall noch einen Ersatzakku besorgen, hätte ich eigentlich gleich mitbestellen können. Aber bei der Canon, bei der alten, hat er wesentlich länger gehalten. Trotzdem Fazit, wir haben es jetzt nur auf dem kleinen Display angeguckt. Es sieht für uns jetzt schon mal echt geil aus und das Bild ist, glaube ich, ziemlich crisp.
glaube, am Ton ist noch was zu machen. Knusprig, was? Am Ton ist noch was zu machen. Am Ton ist noch was zu machen. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich hoffe, euch hat das Video hier aus Hung gefallen. Richtig geiler Spot. Wie gesagt, tragt euch den 21.09. im Kalender ein. Da ist hier Contest. Janis, hat's auch gefallen. Janis, danke dir. Ich bin Janis, ich war auch dabei. Das Bikecamp hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.